So, die nächste Hemmungsart und für erstmal die letzte, die ich euch vorstellen möchte, ist die sogenannte Stiftenhemmung. Es ist die einfachste und kostengünstigste Variante einer Hemmung, die vor allem sehr oft in Weckern Anwendung findet. Dort besteht der Anker quasi nur aus zwei Stiften, zwei dünnen. Und das Ankerrad ist dementsprechend geformt. Schauen wir mal, dass man da drauf gehen kann. So. Hier sieht man sehr gut den Stift. Und hier unten ist noch einer. Den kann man auch erkennen. Und natürlich das Ankerrad. So. Es funktioniert im Prinzip ganz genau wie die Ankerhemmung. Nur eben mit zwei Stiften. Die schräge Seite, also wenn der Anker, jetzt schauen wir mal, halten wir es einfach mal an, so, liegt der Stift ganz ruhig auf der senkrechten Fläche. Und wenn es dann rüberkippt, drückt, dann drückt die abgeschrägte Fläche den Anker, also diesen Stift hier, drückt ihn weg und damit er unten auf den nächsten Stift drauf fallen kann. Und über diese abgeschrägte Fläche und dieses Wegdrücken wird dem Anker wieder Kraft zugefügt, welcher dann die Unruh drehen kann. Das ist jetzt eine besondere Art der Unruh, die Schwebeunruh, weil es durch diese Feder, das gleichzeitig die Unruhfeder ist, nach oben gezogen wird, sodass diese Unruh quasi in der Schwebe ist, also nach oben und unten Spiel hat. Und wenn sich der untere Teil zusammenzieht, öffnet sich gleichzeitig der obere und umgekehrt. Die Geschwindigkeit kann man einstellen wie bei einem Wagbalken, indem man durch Drehen hier zwei kleine Gewichtchen hier und hier nach außen oder innen verlagert. Genau. Ich habe das Ganze hier nochmal aufgezeichnet. Nicht besonders getreu, aber zum Verständnis. Hier das Ankerrad, hier der Anker und hier einmal die Unruh, so wie ich es jetzt bei dem Uhrwerk gezeigt habe. Und das Ganze hier nochmal von der Seite. Da sind die beiden Stifte, das Ankerrad und hier dieser Mitnehmer von der Unruh. Den habe ich jetzt mal rausgezeichnet, weil ich die Unruh so weit weggemalt habe. Genau. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch, wo es eben in Weckern ist oder in zum Beispiel Taschenuhren, gibt es das Ganze auch nochmal liegend. Funktioniert im Prinzip genauso, nur dass der Anker auf derselben horizontalen liegt wie das Ankerrad hier und natürlich auch die Unruh. Wenn man sich das Ganze so in einem Wecker vorstellt, also quasi so rum, kann man sich das in einem Wecker vorstellen. Oder auch in Taschenuhren, da ist es dann eben meistens liegend, wenn man die Taschenuhr vor sich auf dem Tisch liegen hat. Genau, diese Hemmung ist auch eine runde Hemmung und dadurch hat sie natürlich den Vorteil, sie ist erstens kostengünstig und zweitens dadurch auch sehr präzise. Also zum Beispiel diese Schwebeunruhuhren kann man unglaublich präzise einstellen, einjustieren. Ich habe es sogar hingeschafft, meine Küchenuhr, meine einfache Porzellanküchenuhr von der Oma, auf plus 2 Sekunden in einem Monat zu regulieren. Hängt natürlich auch immer von Temperatur und allem ab, aber in so einem vergleichsweise gemäßigten Raum wie meiner kleinen Küche, da funktioniert das anscheinend sehr gut. Also wie gesagt, plus 2 Sekunden in einem Monat, das ist schon fast präzisionsuhrmäßig. Ja, das war's dann schon mal erstmal. Ich habe jetzt, natürlich gibt es noch hunderte Arten von Hemmungen, was für Taschenuhren meistens verwendet wurde. Aber momentan habe ich davon keine da. Mal schauen, wann die nächste spezielle Hemmung kommt. Dann werde ich davon nochmal ein Erklärungsvideo machen. Aber fürs Erste war das jetzt mal die letzte. Das waren jetzt so die drei am häufigsten vorkommenden Hemmungen und wie sie funktionieren.
Ja, also bis zum nächsten Mal. Servus, euer Felis.